Ich bin schon längere Zeit passioniert und genieße natürlich das Leben. Ich bin aber schon vorher immer ein Bewegungstyp gewesen. Das war vor 3 Jahren, im September 2015, im Yellowstone Park. Ich tue gerne Filme, meine Frau tue fotografieren. Und dann bin ich in einem Abhang gestanden, bin ein bisschen unvorsichtig gewesen, bin ausgerutscht und den Hang mit grosser Geschwindigkeit runtergerutscht, also gesprungen. Und bin dann gestürzt. In der rechten Hand immer noch die Filmkamera, in der linken Hand habe ich mich probiert abzustürzen. Und das hat dann natürlich bewirkt, dass ich die Schultern ausgerenkt habe. Ich bin nach dem Aufschlag, auch mit dem Kopf natürlich, kurz habe ich das Bewusstsein verloren. Meine Frau und ich wissen heute noch nicht, wie wir den Hang wieder raufgekommen sind. Und es ist dann auch 3 Stunden gegangen, bis wir die erste medizinische Hilfe gehabt haben. Dann ist mir die Schulter wieder eingerenkt worden. Und am anderen Morgen haben wir die Frau und ich entschieden, dass wir die Reise weiterführen. Wir hatten noch vieles vor und konnten das eigentlich mit kleinen Einschränkungen weiterführen. Zurück in der Schweiz bin ich dann zum Hausarzt gegangen, hat mir die konventionelle Physiotherapie verschrieben und dann noch eine weitere verschrieben mit Elektrotherapie. Aber die Schmerzen waren immer da. Und aufgrund von einem MRI bin ich dann zum Schulterspezialist gekommen. Und aufgrund von dem MRI hätte ich sofort entscheiden, dass eine Operation notwendig ist, dass die Schmerzen, die ich eigentlich immer verstärkter hatte, können beseitigt werden. Heute fühle ich mich wieder sehr gut. Also meine Beweglichkeit ist wieder da. Also ich kann Bewegungen über den Kopf problemlos machen. Seitwärts, wo es mir sehr geschmerzt hat, problemlos wieder. Nach der Operation war es schon etwas hart, in dem Sinn, dass ich vor allem den Arm stilllegen musste, nicht viel bewegen und nur ganz kontrollierte Physiotherapie. Aber nach 4 Wochen konnte ich wieder Auto fahren und es ist, von Tag zu Tag ist es besser gegangen und das hat mich auch motiviert. Also, dass meine Schulter beweglich bleibt, braucht es natürlich Training und die mache ich sehr gerne. Als Bewegungsmensch tue ich 2 bis 4 Mal pro Woche mache ich meine Übungen, vor allem mit Theraband, mit leichtem Gewicht, nordisch Wolken, ich kann wandern, ich kann vor allem reisen und führe ein sehr aktives Leben.